So, weiter geht's mit Twin Saga. Und was müssen wir tun? Wir müssen mit Varys sprechen, um die Quest abzuschließen. Dann tun wir das mal. Wo ist denn der Varys? Ich klicke schon mal auf Autopath und laufe dann aber den Rest alleine. So. Durch unsere quietschebunte Welt. Schön fröhliche Musik. Es muss auch mal sein, und hier sehe ich gleich mal eine neue Gegner. Ich hoffe, ich darf da ein bisschen kämpfen. Oder? Ja, Bogenschützen fehlen mir. Man hat normale Schützen, aber ich hätte gern Bogenschützen. Das wäre dann meine erste Wahl gewesen. Aber wir wollen ja nicht kleinlich sein. Ich überfliege jetzt immer mal nur die Dialoge. Das meiste passiert doch irgendwie in den Sequenzen. Ja, yeah, wir dürfen die Schlammigatoren jetzt eliminieren. Ich habe auch das Gefühl, dass hier nicht getötet werden. Das ist eher nicht ganz so blutrünstig hier. Ist aber auch ganz entspannt. Wobei der Stein kann auch. Der Windwirbel macht doch deutlich mehr Schaden als der Feuerball. Autocast kann man es nicht umstellen. Aber das passt, also reagiert auch direkt dann auf die Eingaben. Es gibt leider keine Skill Queue, habe ich gemerkt. Also so, dass er sich eine halbe Sekunde vorher drückt und er dann sich merkt, was ihr gedrückt habt. Das macht er leider nicht. Muss dann immer genau abwarten, bis dann der globale Cooldown unten ist. Finde ich eigentlich nicht schlecht, gerade für Mages. Ist eigentlich ganz, ganz nett. Und da erinnere ich mich, dass ich ja nach der Ausweichentaste gucken wollte, ob es eine gibt. Also bisher so von den Tasten, die ich jetzt mal probiert habe, gibt es keine. Doppelklick auch nicht. Braucht er jetzt auch nicht unbedingt, würde aber dem Kampfsystem noch ein bisschen mehr Dynamik verpassen. Aber schauen wir noch mal ganz kurz. Aggro zieht man keine, die sind neutral, haben auch einen gelben Namen. So, Charaktername, das ist halt nur mein eigener. Ich würde halt gerne die Namen der anderen Spieler auch sehen. Deswegen werde ich wohl oder übel meinen eigenen Charakternamen einblenden, aber lasst den Lebensbalken weg. Linksklick angriffen sprechen. Rechtsklick angriffen sprechen. Wir haben auch einen Linksklick. Ne, wobei Rechtsklick ist besser. Schütteln brauchen wir nicht. Blocken, 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 blocken. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Die SFX wollte ich mal ein bisschen runterschrauben. Ich habe immer gerne die Mucke ein bisschen lauter. Hier mal Japanisch. Ihr könnt die Systemsprache ändern. UI-Maße habe ich schon verändert. Und die Farbe, kaltes Stahlgrau. Ich hatte doch mal kaltes Marineblau. Oh, es gibt jetzt warmes Kaugummi Rosa. In dem kaltes Marineblau. So, Tastenkonfiguration. Nochmal kurz schauen, ob wir hier irgendwas mit Ausweichen sehen. Was ist in der Benutzeroberfläche hier? Da gibt es nichts. Okay, passt. So, die Schlammigatoren haben wir erledigt. So, sie kann es fühlen, das letzte Stück des Siegels zerbricht. Ziel südöstliches Denkmal. In der Nähe des Monuments ist etwas zu hören. Autopath, währenddessen schauen wir schon mal gemütlich auf der Karte nach. Das ist ja direkt hier in die Ecke. Tochter des Bürgermeisters ist auch schon da.
Und die Marisa spürt eine Senshi-Aura an ihr. Und sie ist irgendwie von der bösen Macht besessen. Aber die Marisa kann das nicht, weil sie zu sehr geschwächt ist. Und wir sollen ihr das Amulett entgegenhalten. Und guck mal, was passiert. Ich bin mal echt auf den ersten Dungeon gespannt, generell auf die Dungeons. Dieses Monster, das die Marisa da erledigt hat, das oder vertrieben hat, das ist ein Senshin gewesen. Oh ja, doppelköpfiger Senshin. Können wir mit dem reden oder? Wird das hier jetzt eine Mischung zwischen Diskussion und Schlägerei? So, damit Snacks haben. Ich glaube, wir sind die Snacks. Lass die Action beginnen. Ah, ich gehe hier mal was ab. Heiltränke haben wir genug. Wir haben 65 Heiltränke. Das ist kein Hardcore-MMORPG. Ich kann wundern, kann ich jetzt auch erstmal stehen bleiben und einfach nur casten. Das meine ich auch mit entspannt. Ich bin mal gespannt, ob Herausforderungen kommen. Das wird notwendig sein, einfach auch einen höheren Schwierigkeitsgrad zu haben, hoffentlich in den Dungeons dann auch, um dann eben auch länger bei Stange gehalten zu werden. Das macht mir insofern nichts aus, wenn ich jetzt, sag ich mal, in einem normalen Story-Bereich dann mich einfach von Gegner zu Gegner prügle. Easy going, aber eben auf lange Sicht muss es halt auch, es muss Bestandteile geben, die dann schon auch einfach fordernd sind. Aber schauen wir jetzt erstmal. Wir sind jetzt erstmal Level 8, beziehungsweise Level 9 der Charakterstufe. Und da kann man noch schwer sagen, wenn es geht mit der Reise. Stehen wir jetzt mit einem AOE. Ich könnte natürlich drin stehen bleiben, weil er wirklich so gut wie keinen Schaden macht. Aber einfach schon, dass man sich nicht dran gewöhnt, einfach dazustehen und sich einschränken zu lassen, weiche ich da auch jetzt schon aus. So. Phantom Omar ist jetzt weg. Nachdem Omras Geist verschwunden ist, trägst du die bewusstlose Fiene an das Karawandel von Faris. So, das ist das Karawandel. Da unten ist der Mountsfred. Weitere Neko. So, jetzt müssen wir einen auswählen. Hier mal Crit plus 50, Crit plus 1%, Angriff plus 57, Angriff plus 1%, Crit natürlich. So, Schroff, Macht des Novizen. Wird jetzt Bombig Macht des Laien ersetzen. Und ja, ich finde die Namen relativ witzig. Ich glaube, es ist auch weniger Übersetzungsfehler, weil die Übersetzung ist hier doch recht gut gelungen bisher. Ich sehe kaum Fehler. Das Einzige ist eher so bei den Geschlechtern, glaube ich. Kann aber auch sein, dass ich es verwechsel mit Lord of War Online, das ich aktuell auch spiele. Oh, das ist eine gute Steigerung. Plus 58 und plus 11 bei Crit. Und auch noch Sockelbar, jetzt quatschen wir wieder dazwischen. Wow, du hast einen Stellarit gefunden. Die sind echt selten. Dann kannst du deine Skills aufwerten. Ja, dann gehen wir es mal hin und sockeln das Ding hier. Oh, okay.
zocken wir nicht in den Waffen. So, das ist eine Verzauberung. Hier haben wir Stellarit. Können wir verstärken, veredeln und zerlegen. So, jetzt haben wir den hier drin. Geht auf den Mage. Ich mach's nochmal raus, vergleiche links hier nochmal kurz. Ja, verändert sich. Okay. Und ja, um zu verstärken, da haben wir noch nicht das notwendige Material. Das Wissen dazu auch nicht. Der ist jetzt aber auch ganz unspektakulär einfach drin. Mehr brauchen wir da jetzt auch nicht machen. Okay, dann passt das. Besiege Blumenraubling, um Regenerflora zu erhalten. So, jetzt klingelt es hier. Da muss ich mal kurz an die Tür. Das ist der Postbote. Dann gehen wir da noch mal kurz ran. Und ich beende das Video an der Stelle und dann geht es gleich nahtlos weiter.